Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yumabari Night Alone. Ich bin auch, muss auch direkt weitermachen, weil hier irgendwie keine wirkliche Speicherfunktion ist. Das ist mir gerade aufgefallen bei der neuen Aufnahme, da das nur Quicksave ist mit der Statue, was auch nicht ist wie damals bei Obscure. Ich hab's total verwechselt. Aber ja, das ist nur Quicksave. Ich weiß gar nicht, ob man hier wirklich speichern kann. Ich musste jetzt gerade noch mal von vorne anfangen. Und ich muss mal auf die Seite. Ich weiß nämlich nicht. Wir sind da. Also müssen wir nach oben. Wir gehen hier an. Das auch. Ja, da waren wir noch nicht. Ach, das war die andere Seite. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserer Schwester! Lass mal! Nenne! Oh Gott! Was sollte das? Jetzt müssen wir auch noch aufpassen auf die Gullideckel. Na super! Ah! Wir sind zu Hause. Aber unsere Schwester ist anscheinend nicht da. Süß! This isn't here. Und hier? Would you like to save? Auch hätte ich das gewusst. Na gut, dann haben wir wenigstens jetzt schon mal gespeichert. So brauche ich wenigstens das nächste Mal nicht anfangen. Night Town. Sis went out to go look for Poro, who ran away. Also, unsere Schwester ist dem Hund nachgelaufen, also Poro nachgelaufen, weil er weggerannt ist. Aber unsere Schwester kam nicht mehr zurück. Ich entschied, sie und Poro zu suchen. Sie sollten nicht so weit weg sein. Wie? Erstmal wieder gucken. Oh, wir haben ein süßes Zimmer. To save your progress, you must save at the desk. Okay, dann wissen wir das auch schon mal. Ich habe schon Angst gehabt, das Spiel müsste man an einem Stück durchspielen. Aber die Statuen sind dann nur für Quicksave. Would you like to save? Ja, natürlich. So. Das ist schon mal gut. Dann ist das auf gar keinen Fall wie bei Obscure. Und das mit den Statuen natürlich auch nicht, weil wir konnten ja immer mit den CDs speichern. Und hier können wir nur Quicksaven, wenn wir auch Münzen haben. Und ich glaube, ich hatte gerade nämlich eine. Ah, nee, ich habe noch zwei. Okay, ich dachte, ich hätte nämlich eine weggeschmissen. Was ist hier? Nichts. Hier ist nur ein Spaltlicht. Okay, dann gehen wir noch mal raus. Müssen wir ja dann. Jetzt ist nur die Frage, wo wir suchen sollen. Das ist ein Hundehaus. Poro ist nicht drin. Jetzt gerade. Ach, Poro. Hier ist wieder so ein kleiner Haufen, aber wir brauchen eine Schaufel. Haben wir vielleicht hier irgendwo eine? Unhappy Letter found. Kann man den noch irgendwie lesen? Open Scrapbook. Okay, also wir haben nichts. Few Diary. Ist nur das, was wir bis jetzt kennen. Okay. Haben auch noch nichts gefunden. Und hier können wir auch nichts machen. Okay, wir gucken mal kurz noch mal auf die Karte. Und schauen mal. Wir haben auch keinen Anhaltspunkt, wo unsere Schwester... Oh, die Karte ist aber groß. Wo unsere Schwester sein könnte. Wo gehen wir am besten hin? Ich weiß es nicht. Da, unsere Schwester. Die war hier beim Park. Oder? Ne, bei dem bekannten Lut. Bei dem Auto da? Ich weiß es gerade gar nicht. Also alles, was wir sehen, da waren wir ja schon jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal erst die Karte ab. Ist das jetzt immer so, dass mir eine Hand danach greift, wenn ich hier drüber laufe? Nee, nur manchmal. Okay. Aber wir sollten uns trotzdem von den
fernhalten von den Gullideckeln. Wir haben wieder Geld gefunden, okay. There have been multiple noise complaints with for banking dogs. Okay. Einen Moment. So. Okidoki. Wir gehen. Lass mich nochmal kurz auf die Karte gucken. Wir gehen jetzt mal nach rechts. Nach links. Oh, rechts, links, Schwäche. Mhm. Okay, ist irgendwo ein Viech. Poro? Poro? War das Poro? Poro! Der Gullideckel, der zieht mich nicht mehr. Poro! Bist du's? Poro, komm zurück zu mir. Ich will da nicht hin. Da ist eine Kerze an. Aber wo ist... Er ist auch da. Ich würde ja gerne mal hingehen, um zu gucken, ob wir dann genauso sterben wie vorher bei den schwarzen Viechern. Ah! Was war das? Oh Gott! Ih! Da gehen wir also nicht lang. Aber wir könnten hier mal kurz quicksaven. Yes. Ach so, man kann mit den Dinger teleportieren. Das ist ja nice. Wir folgen mal der Straße. Vielleicht finden wir Poro so. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Was war das? Oh mein Gott, war das das Vieh? Wir versuchen uns mal außerhalb der Straße, hier am Zaun. Alter, kam das jetzt angerast. Dürfen wir nicht rennen? Dürfen wir nicht auf die Straße gehen? Okay, sie geht von alleine. Ich mach nichts. Poro! Poro! Poro lebt noch? This doesn't open. Can I get inside somewhere else? Also können wir irgendwie anders rein? Ich sollte mich ein bisschen umschauen. Ist das die Schule? Ja. Oh Gott, was hat uns da gerade von hinten angegriffen? Das war ja echt übel. Also das Spiel ist ja eigentlich ziemlich einfach gehalten, aber wenn dir von hinten irgendwas dann dich anjumpt, ist das schon gruselig. Einfach langsam vorbei. Ganz langsam. Also ich gehe ja auch davon aus, dass unsere Schwester irgendwie so Dämonenjägerin ist oder so. Weil die hat uns ja gesagt, wir dürfen nicht drehen. Ich gehe ganz langsam vorbei. Das Herz schlägt immer noch. Entweder kommt wieder was Neues. Also wir hätten uns ja auch nicht in... Also das Licht hilft ja anscheinend auch nicht. Wenn wir die Leute an... wenn wir die Leute an... Da bringt nichts. Wir sehen sie halt einfach nur. Okay. Hier geht's nicht weiter. Alles klar. Aber ich will gerne nochmal zurück zu der Statue. Quicksaven. Nee. Wir wollen jetzt nicht zu einer anderen Statue. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Aber wir wissen, wo wir lang müssen. Wir müssen zur Schule. Allerdings wird das witzig, weil wir müssen da an diesen komischen Viechern vorbei. Mit den Zähnen. Okay, hier ist also Alpha-Wand. Geht nicht weiter. Stadt zu Ende. Ja, okay. Es ist auch sehr dunkel. Ich würde... Ja, gehen wir jetzt hier die Straße weiter. Hoch. Ja, komm, dann haben wir wenigstens alles gesehen, oder? Oder soll ich jetzt hier direkt auf Action machen und direkt da hochlaufen? Wann muss ich denn... Also ich weiß ja auch, also ich kann ja rennen und ich kann schleichen. Aber wann bitteschön brauche ich schleichen? Das habe ich bis jetzt nicht benutzt. Das wurde mir bis jetzt auch noch nicht gesagt, wann ich das benutzen soll. Ich meine, gut, es wurde auch nicht
gesagt, wann ich rennen soll. War hier gerade was? Okay. Hier kann man lang. Sieht für mich irgendwie aus, als sollten wir das nicht machen und dass wir gleich wieder sterben. Was ist das? Boxrobot found. Okay. Nee. Jetzt muss ich mich erstmal wieder mit dem Open Scrapbook. Key haben wir keinen. Wir haben also, ach, hier geht's weiter. Wir haben eine Flashlight. Wir haben ein Unhappy Letter. Ein Unhappy Letter ist also ein verfluchter Brief. Wir müssen eine Kopie machen. Die weitergeben, damit die jemand liest. Oder wir werden verflucht. Hört sich ein bisschen an wie The Ring. Und wir haben einen Roboter. Okay, also, das ist wohl so ein Roboter aus einer Snackbox und der sieht aus, als würde er in den Weltall fliegen. Nichts Tolles, also nichts Weltbewegendes. Da war... The Jitsu Statue near the school pool, there is a secret path by the short tree near it. But remember to hide the path with leaves behind you. Near the school pool. Near the school pool. Da waren wir schon. Ist das der Weg, der da hochgeht? Nee, oder? Okay. Also hilft das jetzt doch hier rumzulaufen, ohne erstmal da reinzugehen. Egal, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir gehen jetzt zu der nächsten Jitsu-Statue. Gucken mal, ob hier die nächste ist. Oh, die Geräusche sind nicht übel. Nein, 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 die gibt's nicht weiter. Scheiße. Okay. Wir sind bei der nächsten Jitsu-Statue. Wir gehen mal zu der bei... Genau, da wollte ich. Und das ist nämlich die, zu der ich wollte. Sicher, na. Frage, wie können wir an denen vorbei? Raus. Von denen vorbei? Da kommt nur eins von denen. Das treibt mich jetzt wieder genau zu dem anderen Viech. Ich würde aber gerne nach hoch. Also ich werde hier oft sterben. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Frage ist jetzt auch wieder, ob ich das überhaupt richtig gemacht habe. Weil ich sollte ja in der Nähe von dem Pool irgendwo... da kommen Hände raus. Ist ja ekelig. Okay. A young woman has gone missing near the north pass. Of the rice fields. Ach, das steht da überall. Also ist egal, wo wir das lesen. Da ist es. Ah, wir sind drin. Okay.
Hier sind immer viele Fragezeichen. Ich frage mich immer, was das sein soll. Aber das ist wahrscheinlich nur wegen den Büschen hier. Können nämlich sonst hier nirgendwo rein. Aber wo ist denn unsere Schwester hin? Die lässt uns einfach schön alleine da. Boah, das Bild sogar als Herzschlag. Ich weiß halt nicht, wo lang. Wo haben wir Poro als letztes gesehen? Das ist wieder so ein Auge, oder? Okay. Egal, wo wir hingehen, ist es immer. Gibt es hier eine Jitsu-Statue? Ich würde nämlich gern speichern. Also so quicksaven, damit wir nicht nochmal an diesen Augen vorbei müssen. Oh Gott, was geht denn hier ab? Nein, wir bleiben hier. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen beruhigt, da wir jetzt gespeichert haben, jetzt ist wieder egal. Fragezeichen. Ah, wieder der Busch. Ich will aber. Da ist ein Schuh. Da liegt ein Schuh. Upper Head Chicken Coop. Left Dumpster, right Pool. Okay. Schuh, Schuh. Der Schuh von unserer Schwester. Das ist nicht Poro. Poro! Er holt uns ein! Ich bewege mich nicht. Geht der nicht weg? Der geht nicht weg! Das war nicht Poro. Wir sind dem falschen Hund hinterhergelaufen. Und sie weiß nicht wohin, oder? Ich habe Schwesters Schuh vergessen. Ich muss ihn noch mal holen. Ich muss ihn holen. Vielleicht brauchen wir jetzt das Tippsen. Geh jetzt extra langsam. Hier hörst du die ganze Zeit Autos vorbei. Er nimmt den Schuh mit, okay. Scheiben Honig. Okay. Wir müssen den Schuh holen. Ich gehe extra langsam. Der Boden, der wackelt auch so. So, wahrscheinlich nur die Grafik. Eine Taschenlampe. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Oh Gott. Okay. Gibt es hier sowas wie Endgegner? Ist dieser Hund. Oh, hier sind Hühnchen. Wow. Ich bin leise. Wir haben keinen Schlüssel. Wir sollen die Hühner rauslassen. Wieso? Also hier ist gar nichts.
Die Sünde, die zwei Büsche.